Ja, moin meine Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Mein Name ist Dex und wir sind hier gerade beim Helfen. So wie ich es in der letzten Folge gesagt habe, ist es jetzt nicht ganz so, dass ich ein Voting starte oder sonst was. Nein, ich habe jetzt ein bisschen offscreen gelevelt und diese Waffe hier ausprobiert. Ja, die ist mega cool. Wir können sie halt momentan nur zweihändig tragen. Und wir sind auch noch weit davon entfernt, die wirklich effizient tragen zu können. Aber die will ich irgendwann usen. So, jetzt kurz hier Concentration. Denn ihr seht schon, die haut hier echt richtig krass rein. So, wir müssen uns nur etwas in Vorsicht üben. Oh no, nicht den Host. Nicht den Host töten. Hier, geh auf mich. So, genau. Ich kann es vertragen. So, selbst wenn wir jetzt hier sterben, wir haben genug Seelen für das Level Up, dann haben wir Level 30. Und ja, können auch endlich eine stärkere Waffe tragen. So, hier, der kriegt erstmal die Fresse. Ein geiler Start für die Folge. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll, weil ich keine Zeit zum Erzählen habe. Oh, shit. So, hier, stirb. Der hätte jetzt auch nach hinten losgehen können. Ich trinke mal schnell was. Mist. So, jetzt aber. Jetzt machen wir den Platz hier. So, Dude, du hast ausgeschissen. So, sehr nice. Ja, wie gesagt, wir haben genug Seelen. Wir haben eine coole Waffe, die wir aber nicht usen können, die ich gerne benutzen würde. Aber ja, sind wir noch zu underpowered. So, aber wir haben andere Ziele in dieser Folge. Wir werden jetzt hier das weitere Schloss Morne erkunden, damit wir das Ganze komplett abhaken können. Wir brauchen noch den komischen Vater. So. Muss ich mich erstmal hier wieder neu ausrüsten. So, sind nämlich auch zu schwer. Generell. Ich muss ja kurz was gucken. Ne, dafür bräuchten wir nur das eine Level Up. So, das geben wir uns aber jetzt. Wir könnten sogar dann rein theoretisch mit unseren ganzen Schmiedesteinen hier unsere Waffe hochpowern, die wir dann benutzen können. So, muss ich mal gucken, wie wir das machen. Hier Stufenaufstieg, Stärke plus 1. Dann hätten wir 25 offiziell. Mit unserem Talisman haben wir 30. Also könnten wir jetzt im Prinzip hier die fette Axt benutzen, die 194 Schaden macht. Halt, ich muss mal kurz hier auf das Claymore wechseln, damit wir einen besseren Überblick bekommen. So, Claymore 177, das hier 194 und hier die Ultrawaffe 261. Ja, Leute, das ist eine Ansage. Die nehmen wir doch mal direkt. Und okay, das war ein Buff, so wie es aussieht. Ja, okay, wir haben einen krassen Buff bekommen. Ja, gut. Ich weiß, wir haben gesagt, wir machen Schloss Morne. Aber eventuell testen wir jetzt hier unser Equipment. Denn ich würde schon ganz gerne wissen, wie das Ganze hier reinhaut. Gerade diese Lanze hier, die ja so schwer zu bekommen war von dem Baumwächter-Typi. Deswegen helfen wir jetzt hier nochmal. Einfach für so ein Benchmark. Mit welcher Waffe kommen wir am besten klar? Wir testen jetzt hier zwei Gegner lang die Waffen. Einmal hier diese coole Lanze von dem Baumwächter, wie gesagt. Und danach die fette Axt. Und ja, wir werden schon gerufen. Also es geht hier echt verdammt schnell. Viele Leute haben Probleme mit dem Gegner, so wie es aussieht. Also ich hatte jetzt auch während meiner Offscreen-Farming-Tour hier keine Probleme, also keine lange Wartezeit. Es gab jetzt nichts irgendwie, wo ich sagen musste, oh, das dauert ja ewig. Nein, wir kommen voll easy rein. So, halt, hier einmal verbeugen. Wie sich das gehört. Und, jawohl, wie sich das... Oh, wir sind auch wieder überlastet. Shit, Bro, warte auf mich. So, okay, ohne Helm geht's. Ja, das nächste große Ziel, was wir haben, ist dann halt wirklich
Ja, ist dann halt wirklich gewischt erstmal. So, bam! Wow! Alter! Was ein Schaden! Was ein krasser Schaden! Und er ist weg! Alter, diese Waffe ist so OP und die ist noch nicht mal gelevelt! Freunde, die ist noch nicht mal gelevelt und die ist jetzt schon ultra krass. Also die gefällt mir schon mal ziemlich gut. Muss ich sagen. War gut, dass wir hier eine halbe Ewigkeit an dem Baumwächter rumgeknüppelt haben. Die ist richtig, richtig nice. So, und wir, um Zeit zu sparen, wir legen schon mal hier den Finger. Rüsten uns um. Hier die Großaxt. Ist halt so eine fette Baumfäller-Axt. Müssen wir mal gucken. Okay, wir können uns damit bewegen. Können wir uns auch mit Helm noch bewegen? Nee, leider nicht. Gibt es irgendwas, womit wir... Okay, damit könnten wir uns bewegen. Oh, das sieht jetzt aus wie so ein krasser Henker, Mann. Okay, hat schon was. Auf jeden Fall. Finde ich gut. Finde ich gut, dieses Outfit. Als ob wir jetzt hier zu so einer Hinrichtung spazieren. Oh, ich bin gespannt auf die. Die macht zwar... von den Werten her weniger Schaden. Aber wenn es was taugt, warum nicht? Die Frage ist halt, es war ja in den Souls-Teilen immer so, dass so richtig krasse spezielle Waffen immer auch ein spezielles Schmiedematerial gebraucht haben. Deswegen könnte jetzt diese Hellebarde, Lanze oder was auch immer, könnte uns schon hier einiges an Special Materialien fordern. Oh, da ist noch ein dritter. Oh, das ist ja langweilig. Okay, die andere hat mehr Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt muss ich ja erstmal aus der Schussbahn. Okay, wir sind so gut wie tot. Ich versuche mein Glück. Große Last. Das heißt, das hier weg. So, sehr gut. Okay, also die Axt ist nichts für mich, die Lanze hier schon eher. So, nice, Bros. Wir haben es geschafft. So, jetzt hätten wir sogar schon fast wieder ein Level up, wenn wir es durchziehen sollten jetzt. Die Frage ist, ziehen wir es durch? Ziehen wir es nicht durch? Ich weiß es nicht. So ein paar Levels würden nicht schaden, ehrlich gesagt. Dagegen sage ich nichts, aber es würde halt auch nicht unbedingt schaden, wenn wir... Wo müssen wir denn hin? Kirche von L.A. Hier hin. Wenn wir halt die Waffe auch upgraden. Weil ob wir jetzt einen Kopfschutz haben oder nicht, ich glaube, so viel krassen Unterschied macht das jetzt nicht. Aber wenn die Waffe hier gut gelevelt ist... Oh, Halter. Halter, ja. Halter, Verwalter. So, die können wir plus 1 und was zusätzlich? Dunkelschmiedestein. Oh, wir haben nur einen bisher. Yo. Das Claymore. Okay, ja, Schmiedestein haben wir eigentlich mehr als genug. Dafür brauchen wir auch direkt einen Dunkelschmiedestein. Hierfür bräuchten wir normal. Dann schmieden wir das hier einfach mal hoch. Und gucken mal. Okay, wir machen mit der Hellebarde jetzt 300 Schaden. Damit 218 und... Ja gut, vielleicht wäre das Claymore hochgelevelt sogar noch ein bisschen besser gewesen.
Okay, krass, das Ding skaliert echt mit Stärke sehr wenig. Gut, das hier skaliert auch sehr krass wenig. Ja, dann bleiben wir halt einfach bei dem Ding. Dann gehen wir erstmal hier zum Wal. Wir arbeiten uns jetzt von dem Bonfire hier taktisch vor. Denn, ja, es ist hier nichts Besonderes im Prinzip, was wir jetzt brauchen würden unbedingt. Ach, hier ist auch doch der Verkäufer. Hier oben war dieses Sprungdingens irgendwas. Aber ich wollte ja eigentlich hier die Map haben von dem Gebiet. Aber ich glaube, dafür waren wir zu weit und zurückgehen. Ah, nee, da vorne ist er. So, aber wir holen uns jetzt erstmal hier unser Hottehü. Da geht das schneller. Brauchen wir nicht so lange warten. Finde ich besser. By the way. So, Karte. Super. Jetzt haben wir diesen Teil hier auch endlich aufgedeckt. Und da gibt es bestimmt auch noch jede Menge Stuff, den wir brauchen. Und hier oben, habe ich gerade so zufällig gesehen, ist das das, was ich vermute? Goldene Saat, jawohl. Leute, wir haben eine Heilflasche mehr. Also diese goldleuchtenden kleinen Bäumchen hier sind, glaube ich, so... Zeichen, dass wir da eine neue goldene Saat finden. Okay, die müssen wir auch, glaube ich, erstmal eintauschen oder sowas. Bin mir nicht ganz sicher. Aber okay. So, bevor wir jetzt da reingehen, ich wollte mir doch hier hinten diesen Schwerterfriedhof mal anschauen. Ob es da irgendwas Interessantes, Cooles gibt noch. Da steht auf jeden Fall was hier am Schwert. Die Belagerung von Schloss Morna. Ein einsamer Held kämpft für die Rache. Fürst Godfrey ist sein Verderben. Okay, also die sind jetzt der Meinung hier, dieser Fürst Godfrey wäre mein Verderben. Vielleicht ist es ja andersrum. Vielleicht bin ich sein Verderben. So. Sorry, Schildi. Aber, ja. Du kennst das ja. Fressen oder gefressen werden. So, du musstest jetzt hier gefressen werden, damit ich fressen kann. Und... da ist noch irgend so ein Blümchen. Okay, war gut, dass ich gesucht habe. Denn, ja, das hatten wir bisher noch nicht. Die Sorte. Gut, ich bezweifle, dass ich das Zeug jemals irgendwie benutzen würde, müsste oder sonst was. Dieses eigenes Herstellungszeug. Denn da bin ich eigentlich nicht so Fan von. Ich mache meine Kämpfe hier lieber face-to-face mit meinen Händen und meinen Füßen und meinen Waffen. Ich weiß nicht, wenn es euch anders geht, wenn ihr so Gimmicks tatsächlich am meisten benutzt, könnt ihr mir mal unten in die Kommentare reinschreiben. Würde mich mal interessieren, was euer Spielstil so ist. Jeder hat ja ein bisschen andere Herangehensweise an das ganze Zeug. So, jetzt erstmal gucken, was war denn hier nochmal drin? Ich glaube, hier war nichts. Nee. Okay, abrollen versuchen. Ja, ist aber egal. So, da ist unser Aufzug, den wir auch schon mehrmals benutzen mussten. Aus diversen Gründen. So, und nur zur Sicherheit schicke ich ihn einfach wieder runter. Man weiß ja nie. Oh, meine... das ist die Stelle. Ich glaube, wenn man hier Pech hat... kann man noch so viel Skill und sonst was haben. Man stirbt trotzdem irgendwie. Ich sag's doch. Boah, das war jetzt gerade Suff vom Feinsten. Stirb jetzt. Mistratte. So, geht doch. Oh, diese blöden Hunde.
Oh, da hört man es wieder. Ach, da oben ist noch einer. Ach, der schießt wahrscheinlich auf uns die ganze Zeit. Oh, One-Hit. Davon haben wir anfangs geträumt. So, der kommt. Okay, da war er weg. Es fängt halt schon sehr bescheiden gerade an. Es fängt sehr bescheiden an. Ach, come on! Wieso? Ich hab geblockt. Scheiße. Oh Mann, da können wir noch so gut ausgerüstet sein mit Waffen und alles. Ja, wenn die in der großen Gruppe kommen und einen anspringen, hat man halt... Ja. Ja, das ist so ein Gebiet, das geht mir auf den Sack halt. Muss ich ehrlich sagen. Das geht mir auf den Sack. Und wir halt... Wir teleportieren uns jetzt einfach mal ins Schloss. Keine Ahnung, hätte ich auch gleich machen können, aber wir sind ja wegen der Karte hier einen kleinen Umweg eingegangen. So, und zwar gut, dass ich den Fahrstuhl runtergeschickt habe. Nee, aber ich doch nicht. Jetzt wäre ich fast hier runtergesprungen. Ich dachte, er wäre wieder zurückgekommen. Naja. So, komm her. Okay, let's go. Ich spiele jetzt einfach mit ein bisschen Verstand. Okay, ich bin immer Fan davon, dass Gegner frühzeitig sterben aus diversen Gründen, die man meistens nicht nachvollziehen kann. Aber dann hat man wenigstens seine Ruhe vor denen. Ich hab doch weggeblockt. Was wollt ihr jetzt von mir? Oh, come on. Jetzt sind die ganzen Seelen weg. Oh, ich hasse diese Dreckshunde. Wir haben zwar jetzt eine coole Waffe, die deutlich mehr Schaden macht, aber sie ist halt langsam und bei so Hunden schwierig. Ja gut, es ist jetzt nicht allzu schwer, die Seelen wiederzubekommen oder nachzufarmen oder sowas. Aber es ist halt einfach ärgerlich. Es fuckt ein bisschen ab. Gerade weil wir jetzt erstmal hier an dieser Area hier vorbeikommen müssen irgendwie. Ich könnte zwar... Ich guck mal ganz kurz. Hinter dem Schloss, das ist glaube ich ein anderes Leuchtfeuer. Ich gehe trotzdem mal hin. Einfach zu testen. Ich meine, verlieren können wir ja jetzt nichts. Aber, ach Mist. Ja, okay, war doch ein anderer Spot. Das ist... Ah, jetzt setze ich mich... Warum will ich als am Leuchtfeuer teleportieren? Ich bin echt manchmal ein bisschen lost. So. Dann nochmal auf ein neues. Jetzt müssen wir halt wieder auf den Aufzug warten. Gibt Schlimmeres, aber vergleichbar wenig Nervigeres. Zumindest in diesem Spiel. Jetzt wäre es halt wirklich gut, wenn wir noch mehr Ausrüstungslast hätten, damit wir mehr tragen könnten. Denn, ja, eine krasse Waffe ist nicht alles. Wenn man hier zu wenig Ausrüstung oder Schutz oder sonst was hat, ist natürlich blöd. So, das war zu schnell. So, und nochmal.
Oh, sehr gut. Das ging sogar relativ easy. Jetzt müssen wir mal gucken, können wir die Glocke eventuell tragen, ohne... Jawohl, die können wir tragen. Okay, das macht es ein bisschen entspannter. Nur ein bisschen, aber immerhin. Oh, ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu viele getriggert. Nee, nicht alle, aber es kommen ein paar. So, super. Wow, das, oh Alter, der hat ja noch gelebt. Ich wollte schon sagen, super souverän, aber ja, mit ganz viel Glück. Und Atem anhalten. So, ich würde sagen, wir nehmen den in der Mitte. So, hier, jetzt kannst du mal meine spüren. Nein! Hätte ich mal bloß die Fresse gehalten. Oh, wir waren so... das hätte so einfach sein können. Play with head. Play with head, Dex. Schalt dein verdammtes Hirn ein, wenn du sowas machst. Oh, komm schon. Wir haben jetzt das komplette Dungeon, das Schloss hier, durch. Außer halt diese eine Passage, wo wir auf den Vater treffen. Und müssen halt jetzt alles nochmal machen. Und ja, wir haben den krassen Boss gelegt. Und jetzt kacken wir hier an diesen Billo-Gegnern ab, die wir ganz am Anfang dieses Schlosses töten mussten. Das ist schon peinlich irgendwie. So, ich sehe es schon kommen. Das ist wahrscheinlich das längste Elden Ring Let's Play, was ihr auf YouTube sehen werdet. Hundertprozentig. Denn wir sind jetzt noch nicht mal aus dem ersten Gebiet raus und haben jetzt schon einiges an Spielzeit auf dem Kasten und Folgen. Verpiss dich! Wie ich diese Scheißdreckswölfe hasse! Halt's Maul, du! Scheiße! Ah. Ich hasse diese Drecks... Mistviecher! Gut, Leute, wir vertagen das auf die nächste Folge. Ja, ich weiß, das wird ja jetzt eine längere Story, also länger als wir ursprünglich geplant haben, aber für die Folge, ich habe keinen Bock gerade. Ich muss mich erstmal abregen und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei und drückt mir dann die Daumen oder lasst mir jetzt einen Daumen nach oben da, vielleicht sogar ein Abo, das wäre super nice und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschüss.